Moin Leute und herzlich willkommen zu einem der letzteren Videos zum Thema Polo WRC. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sind wir mit dem Thema Polo WRC fast durch, bis auf einen Prüfstandslauf und die TÜV-Eintragung für die Ansaugung haben wir soweit alles erledigt. Der Wagen läuft fantastisch, bin ich sehr zufrieden mit. In Zukunft wird es sicherlich noch weitere Ausbaustufen zu dem Fahrzeug geben, aber vorerst wollte ich mal eine Kostenaufstellung mit euch durchgehen, da das jetzt ein paar Mal gefragt wurde. Und das vielleicht interessant sein könnte für den einen oder anderen. Haben wir denn hier den günstigsten Polo WRC, den es so auf dem Markt gibt? Oder war das Geldgrab? Eins von beiden. Was gibt es zum Polo WRC an sich zu sagen? Vielleicht nochmal ein paar Grunddaten. Wir haben hier einen Polo aus zweiter Hand, beziehungsweise ich bin jetzt der dritte Besitzer. Der Wagen hatte 114.000 Kilometer auf dem Tacho, Volkswagen Checkheft gepflegt, also wirklich auch durchgehend durchgestempelt, Service ist auch diesen Monat wieder fällig. Hatte bereits eine Stage 1 vom ersten Besitzer bekommen, bei FTS damals, auf ungefähr 300 PS, aber das wissen wir dann nach dem Prüfstandslauf. Ist natürlich für uns kostentechnisch sehr gut, denn so eine Stage 1 Optimierung kostet auch schnell mal ein paar hundert Euro. Dementsprechend, da ich da keinen genauen Preis habe, kann ich das nicht in der Auflistung übernehmen. Ich orientiere mich jetzt aber mal dran an anderen Fahrzeugen, die ich besitze und sage einfach mal um die 600 Euro, 500, 600 Euro. Was weiterhin positiv ist, wir hatten hier bereits eine Abgasanlage verbaut, inklusive Sportcut, also komplett alles von Friedrich oder Bastuk, musste ich gerade lügen, eins von beiden, ich glaube Bastuk war es gewesen. Die komplette Abgasanlage kostet normalerweise, ich glaube, auch etwas über 1.000 Euro. Werde ich aber auch gleich da oben in die Tabelle einblenden. Das sind auf jeden Fall große Kostenfaktoren gewesen, die bereits weggefallen sind. Einfach, da es schon verbaut war. Positiv für uns, sehr gut auf jeden Fall. Ja, vielleicht zum Auto an sich. Ich habe für den Wagen, also für den Polo WRC hier, wie am Anfang stand, 8.000 Euro bezahlt. Wird jetzt der ein oder andere sagen, war super günstig. War jetzt nicht unbedingt teuer, das ist richtig, aber es ist auch noch viel Geld reingeflossen, muss man ganz klar erwähnen. Dann hatte ich Felgen und Reifen besorgen müssen. Die habe ich ebenfalls vom Vorbesitzer übernommen. Die sind nochmal mit 1.000 Euro zu Buche gekommen. Waren aber neue Sommerreifen und schöne, gepflegte, originale Polo WRC-Felgen. Dementsprechend war das vollkommen okay für mich. Ja, was hatten wir noch an großen Kostentreibern? Also die größten Kosten waren Fahrzeug an sich selber, die Felgen, Motorhaube und Kotflügel. Für die Motorhaube hatte ich 399,99 € bezahlt, also 400 Euro. Kotflügel ist nochmal mit 250 Euro zu Buche gekommen. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Scheinwerfer war nämlich auch richtig teuer. Scheinwerfer war ja ebenfalls kaputt gewesen. 340,50 €. Stoßstange 380 Euro plus 400 Euro für den Lack. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dann kostet so eine Stoßstange mal eben 800 Euro fast oder 780 Euro. Tür. Hatte ich da schon erwähnt gehabt, was die Tür gekostet hat? Die Tür hat 500 Euro gekostet. So, und schon ist da eine ganz andere Summe, ne? Und das waren jetzt so die großen Kostentreiber. Jetzt lese ich mal ein bisschen vom Zettel ab, weil das ein bisschen mehr wird. Ich stelle mich mal hier rüber, damit die Zahlen da drüben freistehen. Motorhaube, Kotflügel hatten wir, Scheinwerfer. Dann habe ich hinten die Bremsen neu gemacht. 132,28 €. Koppelstangen vorne, 32,85 €. Das Fahrwerk ist ein gebrauchtes ST-Fahrwerk reingekommen, kam nochmal mit 450 Euro zu Buche. Den Achsschenkel vorne hatten wir komplett getauscht, da war noch kein Radlager drin, hat uns 73,09 € gekostet. Die zugehörige Radnarbe hat 48,25 € gekostet. Dann haben wir nochmal einen zweiten Schlüssel für den Innenraum besorgt, beziehungsweise unseren zweiten Schlüssel repariert, das waren 9,79 € oder irgendwas so. Kotflügelhalter 29,30 €. Halter Scheinwerfer 28,55 €. Halter Stoßstange 17,85 €. Unterbodenschutz war jetzt nicht zwingend notwendig. Der alte war ein bisschen beschädigt, hätte man auch weglassen können. Aber wenn wir schon richtig machen, dann richtig. 91,90 €. Spiegelglas. Das ist lustig, das seht ihr nämlich in gar keinem Video. Nämlich das Spiegelglas auf der Fahrerseite. Wir sind den einen Tag auf der Autobahn gefahren, auf einmal hat es einen Schlag gegeben und ich dachte mir, was ist denn jetzt passiert? Ist mir das Spiegelglas während der Fahrt aus dem Auto gefallen. Aber das ist interessant, der Spiegel hat sich von der Trägerplatte gelöst. Die Trägerplatte war weiter drin, nur die reflektierende bzw. die anzeigende Fläche war weg gewesen. Nun ja, hat 20 Euro gekostet und mir die Folie beschädigt, aber darüber reden wir lieber nicht. Verbandskasten hat ebenfalls gefehlt. 25 Euro,
Die beiden Domlager vorne, 29 Euro. Blinker, der kleine Blinker, weißt du, worüber ich letztens noch geredet habe, 62,89 Euro. Dann habe ich nur noch eine Auflistung Kleinteile bei Volkswagen, weil das wirklich noch viel Zeug war. Beinhaltet Schrauben, irgendwelche Anschlagspuffer, die Radtauchschale ist auch mit da drinnen, sind nochmal 162 Euro gewesen. Dreieckslenker für die Vorderachse beidseitig, 56,90 Euro. Und der Transport des Fahrzeuges zu mir in die Halle, auch nochmal 80 Euro. So, war jetzt viel Kleinkram, wird man sich denken, boah, naja gut, war ja nicht so teuer, ne? Ist richtig, es sind nur ein paar Sachen, die richtig teuer waren, der Rest summiert sich, aber den kleinen Vieh macht auch Mist. Und so sind wir bei einem Gesamtpreis von 12.620,14 Euro. Und mit diesem Preis sind wir definitiv der günstigste Polo WRC in Deutschland, Europa, in unserem Universum, in der Milchstraße. Und in dem Preis sind auch bereits die Tuning-Teile enthalten, also die Downpipe, die Abgasanlage, die Stage 1, ja, und halt ein Polo WRC, der gerade mal 114.000 gelaufen hat. Leider mit Unfallschaden, ne? Was dann noch zusätzlich gekommen ist, was natürlich nicht notwendig gewesen wäre, weil der Wagen ja so läuft, sind jetzt die Tuning-Teile, die ich noch zusätzlich gekauft habe. Die habe ich jetzt nochmal separat berechnet, weil das, wie gesagt, Sachen sind, die eigentlich hätten nicht sein müssen, aber die ich haben wollte. Und zwar das WRC-Sticker-Set. Halte ich fest, 10,99 Euro. Das waren diese kleinen WRC-Sticker, warum auch immer ich das hier einzeln stehen habe. Die HG Motorsport-Ansaugung, die hätte ich mir auch sparen können, ist nochmal mit 480 Euro Zuschlage, also zu Buche gekommen. Dann die Folierung für das komplette Fahrzeug, so wie es jetzt hier steht, mit dem kompletten Sticker-Kit da von Volkswagen Motorsport. Haben wir auch viel weggelassen, muss man dazu sagen. Hat das Ganze 316 Euro gekostet. Ladeluftkühler, da haben wir ja von, wie hieß denn die Marke? Wagner ist das. Von Wagner einen neuen Ladeluftkühler verbaut. Der hat mich 720 Euro gekostet. Dann haben wir von Ingo Noack, na, unseren Heckdiffuser ja hier hinten gehabt. Der hat nochmal 209 Euro gekostet und die Lufthutzen, die wir nicht verbaut haben, die haben nochmal 59 Euro gekostet. Das heißt, wir kommen bei einem Gesamtpreis inklusive neuen Tuning-Teilen aktuell von 14.415 Euro und 13 Cent hin. Und ich würde sagen, das ist ein guter Preis für einen Polo WRC, behaupte ich jetzt einfach mal, wo so ziemlich alles repariert ist. Und der schon eigentlich alles hat, was man so benötigt. Natürlich jetzt die nächste Stage 2, Stage 3. Tuning-Stufe ist nicht dabei. Aber das ist ja auch nochmal eine andere Nummer. Aber ich denke mal, für 14.400 Euro, so ein Wagen ist jetzt nicht verkehrt, hätte ich jetzt behauptet, oder? Was sagt ihr? Das Einzige, was jetzt fehlt in der Kostenaufstellung, ist halt der TÜV und die Achsvermessung und Spureinstellung, weil die Termine jetzt noch anstehen. Aber für den Wagen, so wie er jetzt hier steht, sind wir 14,4 losgeworden. Und das ist, denke ich mal, ein guter Kurs. Also ich kenne jetzt nicht viele kleine, sportige, lustige, limitierte Fahrzeuge aus. Limitiert ist der Stichpunkt, was man für das Geld bekommen könnte. Ja, und was natürlich ganz wichtig zu erwähnen ist, wie immer, ihr kennt das ja selber, Arbeitszeit zählt man natürlich nicht rein. Denn wenn ich jetzt nach Arbeitszeit gehen würde, die noch in Stunden hier in das Fahrzeug reingeflossen sind, würden wir hier natürlich bei einer ganz anderen Nummer liegen. Aber ich denke mal, jeder kennt es für sich selber. Wenn man ein Hobby hat, zählt man nicht die Arbeitszeit rein. Man macht es ja, weil man das machen wollte, weil es einem Spaß macht. Sonst braucht man gar nicht erst mit dem Hobby beginnen. Wenn man da anfängt, jetzt jeden Cent umzudrehen, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Der Polo WRC ist soweit durch. Wie gesagt, in Zukunft, sobald das Geld wieder auf den Bäumen gewachsen ist, was ich weggepflückt habe, denn jetzt ist gerade leer, wird es dann vermutlich die Stage 2 erstmal geben mit der Upgrade-Kupplung, einem Upgrade im Hochdrucksystem und einer Softwareanpassung auf Mehrleistung. Und wenn wir dann irgendwann den Vogel komplett abschießen wollen, würde ich sagen, können wir halt anfangen mit Upgrade-Lader. Das hätte ich jetzt einfach mal behauptet, aber mal gucken, was die Zukunft so bringt. Vielleicht habe ich bis dahin auch schon wieder ein anderes Auto, weil ich da sehr schnellliebig bin. Also die letzten Jahre hatte ich, glaube ich, in 24 Monaten 12 Fahrzeuge. Das wechselt sehr schnell. Wobei ich sagen muss, dass der Polo mir echt wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß bringt. Ich habe noch keinen kleinen Wagen gehabt in der Leistungsstufe. Das macht echt Laune. Kann ich auch jedem ans Herz legen nur.
fährt sich fantastisch, macht einfach nur Spaß und man wird überall angesprochen darauf, auf die Folierung vor allem, was das denn für ein Auto ist. Also sehr, sehr cool. Ja, was soll ich euch sagen? Ich hoffe, euch hat die Videoreihe soweit gefallen zum Polo WRC bis jetzt. Wir sehen uns auf jeden Fall noch einmal zu einem Prüfstandsvideo. Darauf warte ich noch unbedingt. Ich warte aber auch auf den Prüfstandstermin. Ich habe leider noch keinen bekommen. Aber einmal sehen wir uns auf jeden Fall hierzu noch. Bedanke mich auf jeden Fall vielmals für euren Support, dass ihr auch einschaltet, dass euch das interessiert, dass ihr euch das anschaut. Und Leute, wie immer, wenn euch das gefallen hat, gerne liken, kommentieren, abonnieren. Ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Weiter geht's mit einem Japaner. Bis dann.